selber bist, Tobi. Da bombt er einfach ins Intro. Wie gemein. Tobi! Moin! Dankeschön für den Host und ein herzliches Willkommen beim Tesla-Effekt. Ich bin der Baume. Wir sind live auf Twitch. Der Tobi ist jetzt auch da. Hallo, sag mal hallo. Sagt er was? Der schreibt ja gar nichts. Der Twitch ist da. Hallo, YouTube. Ich fange schon an zu lispeln. Ist ja furchtbar. Baume, lies mal richtig, was ich geschrieben hätte. Das nicht gemacht hätte. Koala ist gedacht. Achso. Ich lese aber nicht richtig, guck mal. Ich lese, wie ich will. Ich habe kein Better Twitch TV mehr. Was, Tobi? Warum nicht? Warum? Warum? Was ist da falsch? Better Twitch TV ist super. Naja gut, du siehst die Emotes ja auch hier und da unten wubbeln. Das geht schon. Das geht schon. Mensch, Baume, tu doch mal was für deine treuesten Zuschauer mit Delay. Warte einfach mal jeden Tag 100 Sekunden. Oh Gott. Spam. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Tobi, ich habe keine Ahnung, was du geschrieben hast. Irgendwie ist es in einem Rausch von Emotes verloren gegangen. Wir wollten in der letzten Folge diese Tür hier öffnen. Das ist jetzt mal gut. Geht bei mir nicht mehr. Wie? Better Twitch TV geht einfach nicht mehr? Bist du dir sicher? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe da keine Probleme mit. Noch nie. I bet his hearing's still pretty good. I need to be quiet at all costs. Ist die Frage, sterben wir sofort oder können... Das ist nicht okay. Well, looks like things got pretty rambunctious here in the rec room. Alter, dieses Gerät. Was? Ich will gar nicht an dem vorbei. Und vor allem, wie mache ich denn Krach? Well, looks like things got pretty rambunctious here in the rec room. Okay, blind ist er. Wie auch immer er erblindet ist. Aber sagen wir mal, einfach mit seinem Körper stimmen viele Dinge nicht. Tobi, vielleicht hat es bei dir auch die Settings zurückgesetzt. Das hatte ich auch schon mal. Wollen wir in die Einstellung reingehen und nochmal bearbeiten? Also wenigstens hat er eine Hose an. Das weiß ich schon mal zu schätzen. Ja. Dreh ich schon nochmal zurück. Was hast du denn gegessen? Oh, das riecht ja schlimm. Huiuiui. Solltest mal deinen Schlüpfer lüpfen lassen. Lüften. Lüpfen. Wie auch immer. Lüfteln. Wie hat der denn all die Zeit hier überlebt? So in der Ecke stehend und sich umdrehend. Was heißt denn eigentlich leise sein? Darf ich hier so einen Schubfach aufmachen? Oh, guck mal hier, wir können Glühwein kochen. Wie schön. Hier ist ja gar nichts in dem Raum. Ich meine, hier funkelt auch nichts im Taschenlampenlicht. Sag mal den Zauberlehrling auf. Netter Versuch. Netter Versuch, aber leider schlecht. Unter aller Sau. Textkenntnis, ich würde sagen, null. Red Bolt. Red Bolt? That stuff will take the enamel right off your teeth. And this vending machine still accepts change. Na, da wissen wir doch, was wir mit dem Kleingeld machen. Ah, delicious Red Bolt. This stuff strips the enamel right off your teeth. Was soll diese Anspielung? Was soll diese Anspielung? Well, there's no card reader at this door. I'll have to find another way around. Also ich werde mich jetzt nochmal hier unserem unser Zombie-Dombi-Murloc-Kumpelchen, Kumpelinchen drumrum wiggeln. So. Sonst gibt's hier ja nichts. Aber wir können jetzt Zahnschmelz entfernen, das ist doch schon mal was. Und wenn wir das Zahnschmelz von dem Dude entfernen, der uns da hätte beißen wollen, dann ich krieg langsam Ideen, ja. Ich glaube, wir können wieder runter in die erste Etage. Vielleicht können wir da unseren Patienten versorgen, der da unter der Tischplatte festhängt. Wäre eine Maßnahme. Hallo?
Kann man nichts drücken, schade. Hier ist auch immer noch nichts. Mal ein bisschen Haare waschen, Kopf aus dem Fenster halten, nein. Ding. Ding. Und das ist ein Gesichtsscanner. Warum muss ich mich denn da komplett reinstellen, wenn da... Naja, egal. Wurf. Nee, es wird nicht mal mehr angezeigt. Also in Twitch. Okay, hast du das wirklich neu installiert, Tobi? Das ist ja weird. Nehm mir mal bitte auf, mir im Bad rumzufummeln. Auch wenn du da Pommes findest, das sind meine, die liegen da nicht ohne Grund. Okay, diesen Shortcut gibt es doch bestimmt nicht grundlos. Wo war denn eigentlich der Raum, wo unser kleiner Zombie-Freund drin wohnte? Das war doch hier drüben, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir dem das Zahnschmelz wegätzen können. Diese Minen, ey. Furchtbares Zeug. Und die... Hier unten nervt mich alles. Ich will hier nur noch raus. Oh Gott, hab ich mich gerade... So ein Scheiß. Oh Gott, nein. Du machst wirklich nur Krach. Mit dir kann ich nichts machen, oder? Kann ich dir das hier geben? Oh, fucking hell. Schade. Zu schade. Nee, gut, okay. Dann... Ich dachte, wir könnten dann an die Dose ran, aber mir fällt auf, die Dose, die da liegt, ist ja die gleiche, wie wir sie im Inventar haben. Okay, Zahnschmelz weg. Na, ich bin doch an dem Ding vorbeigerannt. Da bleibt das stehen und dreht sich um. Aber das ist nicht okay. Way to go, Tex. Surely are the idiot savant detective. Maybe next time try a different strategy. Sonst konnte ich immer an denen vorbeirennen und da bleibt er auf einmal stehen? Okay, wir haben die Dose noch. Das für dich, das ist so. Deshalb zucke ich jedes Mal zusammen, wenn wir an so einer Mine vorbeilaufen, weil ich halt nicht weiß, ob er nicht vielleicht doch einfach still stehen bleibt, der gute Tex. Oder wie das hier läuft. Okay, also ich schätze mal, wir müssen schon im zweiten Stock jetzt noch irgendwas reißen. Ich verstehe nur nicht, warum wir jetzt... warum wir hier dieses Dingenskirchens haben. Was machen wir denn damit? This stuff's so powerful, it could strip rust right off of metal. Wenn wir den mit dem Schraubenzieher aufmachen? Are you trying to make an inner rust? Ich habe keine Ahnung. Hier habe ich schon überall nachgeguckt, ne? Den Raum hatten wir uns ja gerade eben erst aufgemacht. Gut, okay. Typ sieht wie ein Drogenopfer von der russischen Krokodildroge aus. Die russische Krokodildroge? Konrad, das musst du mir erklären, was ist das denn? It's a facial scanner that grants access into the Titan reactor. I'll need to trick it into believing I'm in upper management. That's not right. Indem ich ihn vielleicht aufschraube. That won't work. Kann ich das Ding aufschrauben? Well, that was stupid. Mann, Titan Reactor. Kelvin Malby, Protect Manager. What? I bet Kevin Malby from Project Management could get past this facial scanner. Projektmanagement. Wo finden wir denn das Projektmanagement? Hier hinten? Yeah, there's no way I can get through this door. Kann ich das Ding vielleicht aufschrauben? I don't know what I was thinking. Keine Ahnung, hacken, reparieren, kaputt machen, denk dir was aus, mach irgendwas. Management Office. Wo ist denn das Projektmanagement? Ist das unten? Oh, dass ich mir aber auch die Schilder nicht merken kann. Ach hier, Projektmanagement, alles klar. Dann finden wir hier vielleicht was. War ich hier überhaupt schon mal drin? Oh, hier war ich noch gar... Doch, hier war ich schon. War ich hier schon mal? Hier war. War ja.
Doch. Hier war ich schon mal drin. Haben wir was gefunden? Oh, vielleicht können wir das ja wegätzen. That Red Bolt stripped the rust right off the vent. Now I can unscrew it from the wall. Ah, der hat den Rost entfernt. Ah, ich dachte, er zerätzt das Metall. Ganz ehrlich, ich traue den Getränken hier alles zu. Gut, doing progress, my friends, doing progress. Ich kann mich gut erinnern, gesagt zu haben, ich will gar nicht wissen, was diese Weben spinnt. Oh boy. Indeed. Was? Ja, aber... Woher soll ich das denn jetzt wissen, wo die ist und wie ich hier nicht über... Und jetzt muss ich hier durch so einen Kack... Wer baut denn... Das mal... Da! Das ist nicht gut. Das ist nicht okay. Ich widerspreche. Ich möchte bitte Beschwerde einreichen. Holy hell. Und du bist so laut. Kann ich dich streicheln? Kann man dich streicheln? Du siehst aus wie einer von diesen Käfern aus diesem komischen Film. Ich glaube, sie nennen sich Starbucks. Nee, Starbucks ist ein Kaffee. Roter Blitz. Kummer, Alter. Endlich mal wieder tot. Ja. Warte, pass auf, Doomhead. Passiert gleich nochmal. Ach, guck mal. Wo kommst du denn her? Ach, dann bewegt. Shh. Sehr gut. Denn ist das wahrscheinlich die Mami? Und die bewegt sich gar nicht, die Mami. Und der andere ist nur ganz langsam. Warte, gleich faucht sie wieder. Sag ich doch. Hui, wir haben es geschafft, yay! I'm the best around. Endlich haben wir Stuhl. Was? Warum kann ich den Stuhl nicht mitnehmen? Ich würde mich zu gern... Man kann sich doch bestimmt einen Stuhl gegen die Viecher verteidigen, oder? Das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Wenn das große Vieh in der Mitte mal nicht so viel Krach machen würde, sondern das kleine, was hier durch die Gänge huscht, dann wäre das alles ein bisschen einfacher. Und wir sind ihm nicht einmal... Ja, ich gehe ja schon. Warte kurz. Ja. Wir sind ihm nicht einmal begegnet. Nicht einmal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, egal. Ich rühre mich gar nicht auf. Was ist das denn? Oh, ein Blue Gun. Perfect for Arts and Crafts Projects. Okay, Leute, merkt euch das. 2050 gibt's noch Heißkleberpistolen. Das ist übelster Sci-Fi-Shit, den ihr da zu Hause stehen habt. Wenn ihr so habt. Ich habe keine. Scissors. I better not run with these. Auch Scheren gibt's noch 2050. Auch Scheren sind Sci-Fi-Shit. Passt bloß auf. Ja, ich gehe ja schon weg. Ne? Was ist das denn? Popsicle Sticks. Yummy. Auch Eisstiele sind Sci-Fi-Shit. I can't see anything that'd be useful. Bist du Tesla? Well, Tesla's director of operations reminds me of my smart-ass professor in college. He belittled and riffed all of my efforts. Oh, und hier geht's raus, aber von der anderen Seite nicht rein. Ah, ich hoffe, wir haben alles mitgenommen und ich muss nicht nochmal durch das Spinnenlabyrinth. Starship Troopers, danke, Koma. Starship Troopers hieß der Film. Genau so sahen die Viechstoss aus. So, dann können wir den Pappaufsteller da jetzt hinstellen. That won't work. Wie jetzt? Das wird natürlich. I don't know what I was thinking. Okay, du musst ihn halt erstmal ausschneiden. Vielleicht. I gotta admit, sometimes when you play God, things turn out okay. Kann mal bitte jemand... Wartet kurz. I gotta admit, sometimes when you play God, things turn out... Hey, it worked! Das ist so schön. Das erinnert mich an das Rudeltreffen, wo wir alle diese Kapperkellen hatten. Das ist so schön.
Ach, das ist gerade total toll. Ich weiß auch nicht. Okay. Bauen wir den gerne Stuhl mit. Der alte Proktologe. Das heißt Archäologe. Hey ho, Runde der Barträger. Schönen guten Abend. Kamin zockt. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich zurück. Moin, du Feuerstein. Ach, Mensch. That won't work. It's a facial scanner. Wie, that won't work. Man, I don't even know what I was trying to do. Naja, das Ding it's zu... It's a facial scanner, the grand... Maybe try something else. Step within the accepted range. Identity not detected. Access denied. Step within the accepted range. Oh God. Welcome, Kevin Maltby. Access granted. Ist das bescheuert? Ich will wieder raus. Dankeschön. Ist das bekloppt? Wir haben es noch immer. I bet this mask could fool this guy's mother. Ja, wenn. Mantis said there's a facial scan. It's a facial scanner that grants access into the. Wenn sie denn nur noch ein Auge hat. Hier ist ein Schalter. Ne, gut, alles klar, alles klar. Ja, alles klar. Oh Gott, es ist laut. Where? Es folgt mich! Was? Es folgt mir nicht. Gut. Warum? Warum tut es? Welcome to the reactor. Somewhere in here is the key to restoring power to this facility. Aber es ist doch schon überall Strom. Ich meine, große Energieblitze jagen mich, wenn das mal nicht mehr Strom als genug ist. Titan Level 2. Ich muss runter auf Level 1, wa? Ich schaue mich erstmal um. Hier ist doch schon überall. Guck, das dreht sich. Das dreht sich alles schon. Hier ist überall Strom. Nice. Fahrstuhl geht wieder. Warum auch immer. Power Distribution Failure. Warum? Was muss ich machen, damit es wieder geht? Lieber Computer? Computer, mach Strom. Schade, dass Computer immer nur Strom verbrauchen und keinen machen. Man könnte so viel Geld sparen. Was bist du? Elevator. Alter, ist das lau! Noch rustikaler geht's wohl nicht. Okay, Titan Level 1. Nice. Nicht nice. Wer weiß. Ich mache erstmal die Luke hier auf. Geht nicht? Wozu bin ich hier unten? Was ist das? Oh! Ja, ich sehe, hier kommt man nur mit dem Diplom weiter. Die Türen. Immer gehen sie nicht mit einem zufriedenen Seufzer auf und bedanken sich für die Nutzung beim Schließen. Das ist echt schön. Unwahrscheinlichkeitsantrieb starten. So, ich drehe mal hier dran. Ja. Ja, la 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 la. Ich drehe jetzt alles auf. Okay, wie? Wie jetzt? Warum dreht denn der sich jetzt nach... Ach so. So. Ist gut. Oh, diese Alarmanlagen.
Da kommt man nur mit einem Nippel oben weiter, Baume. Wie bitte was? Koma? Mit einem Nippel oben? Pass auf. Okay, wir drehen das mal nach... Der macht prinzipiell zu viel. Okay. Der macht auch zu viel? Wir wissen gar nicht, wie viel. Wenn wir... den Strom wiederherstellen. Was? Journey into the darkness. Oder? La dolce vita. Not. Not. Was war denn das? I came down to Tesla yesterday to get the spirit radio frequencies. Now I find myself on center stage in a Titan reactor with a possible meltdown scenario in progress. I need to restore the cooling rods to stop the process, but only if I don't want to be at ground zero of a nuclear wasteland with a 200-mile radius. Great, I've got to insert the cooling rods back into the middle of the Titan core. I need to get to the third floor and then press the rods in the proper order. Time for a little trial and error. Kann ich jetzt hier durch? Nein. Nein, aber schön, dass man hier lang kann. Wow! Okay, also... was auch immer ich da gerade gemacht habe. Es hat genau das Gegenteil von dem bewirkt, was ich gebraucht hätte. Wer hätte das gedacht? Ja, Tex Murphy am Start. Ja. Malfunction. Malfunction. Core temperature overload. Containment field 10% compromised. The cooling fans are behind this door. Was? Door? Was für eine Door? The cooling fans are behind this door. Die Übersetzung ist auch genial. Es gibt hier keine Door. Was für Cooling Fans? The cooling fans are behind this door. Ach, die waren wahrscheinlich mal zu. Ah, ich verstehe. Da hinten ist noch fast. Ah, den können wir jetzt rufen. Oh, wie gut. Malfunction. Malfunction. Core temperature overload. Containment field 40% compromised. Kann das sein, dass hier unten einfach alles unglaublich laut ist? Hier war doch gerade wer. Wer war denn hier? Verarsch mich nicht. Ich habe hier gerade eine Silhouette gesehen. Hier war doch bestimmt ein Murloc. Bla bla bla. Er hat was vom dritten Stock erzählt. Wir schauen hier mal rein. Oh. Seufzende Türen. Hier war doch gerade ein Murloc. Wo ist denn der hin? Gibt's hier noch eine Tür? Hier gibt's doch vielleicht noch eine Tür. Oh. Oh, ist das gut versteckt. Ah, Mike and Ike Hammer. Angels with chocolate smudges. Wo ist denn der hingerannt? Ich muss doch ne Geheim... Naja, egal. Okay, gut, dann gibt's halt eben nix. Dann gibt's hier... Oh, wie komme ich denn daran? Huch, wie komme ich denn daran? Ah, da ist eine Brücke. Okay. Malfunction. Malfunction. Core temperature overload. Containment field 70% compromised. Das Glück ist eben mit den Betrunkenen und den Narren und du hast eben beides in dir vereint. Ich finde, ich habe das Rätsel schon ganz gut.
Die falsche Reihenfolge. Okay, fangen wir mit der 2 an. Und dann kommt bestimmt die 1. Und dann kommt bestimmt die 3. Oh, es gibt noch eine 4. Das macht es jetzt kompliziert. Malfunction. Malfunction. Core temperature overload. Contained fuel 90% compromised. Aber das mit der 3 stimmt schon. Och, wieso? Ich will hier gerne noch mehr an dem großen gefährlichen Gerät rumschrauben. Hm, der geht nicht. Schade. Hups. Was? Das war so ein kleiner! So ein kleiner! Hallo? Also wirklich, ihr lieben, lieben Spieleentwickler. Der kleine Satz da. Also ich meine, hier bin ich ja nicht runter. Wo bin ich eigentlich lang? Wo war ich eigentlich gerade? Da oben. Wo ist denn das Ding? Da! Den hat er nicht geschafft, den Sprung. Hallo? Das ist ein Schritt. Das ist ein großer Schritt. Psst. Ich bin entsetzt. Jeffrey! Meine Damen und Herren, der Jeffrey ist jetzt duschen. Wer ihm Begleitung leisten möchte, hat jetzt noch die Chance dazu. Ich wünsche viel Spaß. Bis später. Guti! Was ist denn jetzt? Was ist jetzt der Deal? Ich muss erstmal wieder nach oben. Denke ich. Aber ich gucke erst nochmal hier rein, wenn ich schon mal einmal hier unten bin. All systems normal. Cool and diddle. Power disto diddle. Alles cool. Wow, wir haben Dinge getan. So, ich denke mal, zurück komme ich nicht mehr, weil da dieser Tesla-Ball durch den Gang fliegt. Ich fahre nochmal nach oben. Achtung, laut. Na? Kinos, alles fit? Hier? Kann ich irgendwelche Knöpfe drücken? Nein. Aber. Wo geht's denn jetzt hin? Nach ganz oben komme ich ja nicht, weil da ist ja dieser Fahrstuhl da kaputt. Ist hier noch eine Tür irgendwo? Hätte ich mal besser zugehört, verdammt. Okay, wir fahren wieder runter. Achtung, laut. Da gehe ich jetzt eben hier rein. Oder kommt mir da hier der Laser? Ja. Keine Chance, da kommst du nicht durch. Ach so, warte. Können wir jetzt Fahrstuhl fahren? Sind die Fahrstühle nicht wieder an? Der ist offline, okay, aber der hier funktioniert vielleicht. Nein. Schade. Okay, Strom ist wieder da. Und jetzt muss ich die Treppe nehmen und da fliegt aber immer noch der Energieball rum. Genau der hier. Kann ich den vielleicht auch so geschickt umschiffen wie den anderen? Vielleicht, wenn ich mich hier ganz tief in die Ecke stelle. Ah! Ui, toll! Super nice! Das geht doch! Hui!
Boah, sieht es geil aus. Ha, da oben ist ein Murloc. Aber das ist mir jetzt wurscht. Wir machen hier einen Cut für YouTube. Aber ich will noch vorher einen Titan. So schön irgendwo. Das sieht gut aus. Ja, ja. Vielleicht kann ich das auch mal ein bisschen weiter auseinanderrücken, dass man ein bisschen mehr sieht. Aber egal. Truffi fuhrt. Im Notfall nie den Aufzug benutzen. Survival-Tipps, Stunde 1. Mann, 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 Mann. Ja, aber guck mal, wenn im Notfall niemand den Aufzug benutzt, ja, dann bist du ja der Einzige, der ihn dann benutzt. Und das heißt, du musst nicht warten. Hä? Wenn das mal nichts ist. Wenn das mal nichts ist. Und ich glaube, dass so ein Fahrstuhl abstürzt, also ich weiß nicht, das ist so viel Technik in Aufzügen verbaut, dass so ein Ding auch mal wirklich abstürzt, ich glaube, das grenzt schon an eine Unmöglichkeit. Sobald da irgendwo Stromausfall ist, klammert der sich an allen Ecken und Kanten fest, die er finden kann. Doch, Cut! Ja, wir machen Cut. Folge ging lang genug, halbe Stunde ist voll. So, wir werden uns irgendwie, wir haben jetzt Strom. Das heißt, wir können uns dieses Spielchen mit den Batterien ja jetzt eigentlich sparen. Eigentlich sollte jetzt alles wieder funktionieren in der Anlage. Ich bin schon mal verwundert, dass die ganzen Sicherheitssysteme alle ohne Strom liefen. Und jetzt, wo wir ihn eingeschaltet haben, sich keine zusätzlichen Sicherheitssysteme eingeschaltet haben. Gut, ist gut für mich. Aber wenn ich mal so an die Sicherheit hier in der Anlage denke, ne, direkt vor der Tür, wo man eine Chipkarte braucht, da lag einer rum mit der Chipkarte in der Hand für die Tür, das waren nicht mehr als 3 Meter, die auseinander lagen. Und der Computer, der ein Passwort braucht, ist geschützt mit dem Namen von dem Typen, dessen Foto daneben steht, das, mit Sicherheit haben sie es nicht so. Aber sie haben erstmal riesengroße Kampfroboter hier gebaut, die ihnen dann auch nicht geholfen haben, als die hier von 20 Leuten angegriffen wurden, mit Maschinengewehren und Stängerraketen. Und warum verwandeln sich nochmal alle in Murlocs? Ich dachte, dass der eine Dude, der so unappetitlich aussah, aber der trotzdem die beste Maske im ganzen Spiel hat, der hat sich in einen Murloc verwandelt, weil er gestorben ist und aus dem Kryo-Zustand wiedererweckt wurde. Deshalb hat der sich verändert mit der Tesla-Technologie. Das würde ja bedeuten, dass alle Murlocs gescheiterte Versuche sind, Tote wiederzubeleben mit Hilfe von Tesla-Technologie. Oder haue ich da jetzt zu viel durcheinander, weil ich mal wieder nur die Hälfte mitgekriegt habe und die andere Hälfte Chat gelesen habe. Kann sein. Kann sein. Mache ich auf jeden Fall einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Ihr lieben YouTuber, ich sage das immer wieder gerne, weil nicht, dass die Twitches denken, ich mache jetzt einen Stream aus. Nein, nein, es geht weiter. Nur nicht für YouTube. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen und reingehauen. Esst nicht so viel Mayonnaise. Mein Ratschlag.